Barbarian. Hallo zu einem neuen Let's Play von mir. Es geht heute um Barbarian, und zwar die Version von Phygnosis aus 1987. Und soweit ich mich erinnere, war das auch das erste Spiel, was ich auf meinem Amiga 1000 damals gespielt habe. Und ich war von der Grafik, da war ich total begeistert. Sieht ja auch hübsch aus, ne? Vom C64 kommt. Und dann, wow, was für eine Grafik. Dabei ist das ein ziemlich frühes Spiel für den Amiga. Und es wurde natürlich noch besser. Die Steuerung ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, weil man kann mit der Maus steuern und mit dem Joystick. Tja, wann geht's denn los? Muss ich hier vielleicht noch... Aha, ich muss einmal die Maustaste drücken. Jetzt kann ich hier entweder mit dem Joystick rechts, links, rechts, unten, oben. Tut sich nix. Ho! Feuerknopf. Ho! Also da kann ich mich nur bewegen und draufhauen. Hast du Kniebeugenübung oder was? Komm mal her hier. Okay, den werden wir los. Ups. Nochmal, stopp, 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 stopp. Ist das Stopp? Okay, das ist links. Das ist rechts. Mal ein bisschen weiter nach links. Okay. Ne, nach rechts. Ah, dauert ein bisschen, bis das reagiert. Stopp. Stopp, 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 stopp. Schritt gehen, stopp. Stopp. Hier muss man da mehrmals draufklicken. Die Steuerung gefällt mir schon mal nicht. Die ist nicht präzise. Stopp, 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 stopp. Der stoppt scheinbar nur an bestimmten Stellen. So, und was ist das? Okay, jetzt bin ich da drüber gesprungen. Weiter. Stopp und hauen. Das ist auch das hier, ne? Naja. Habe ich rechts in der Hand meine Maus und links den Feuerknopf. Da bin ich, glaube ich, ganz gut gewappnet. Okay. Was ist mit dem? Springen bringt da, glaube ich, nichts. Ich laufe da einfach mal, sobald er geworfen hat. Und hauen dann auf den drauf. Und stopp. 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 Vor die Mauer gelaufen. Achso, und nach unten ist bestimmt einsammeln, oder? Warte, hier nochmal ein bisschen. Du bist ja ein sehr intelligenter Barbar. Das sieht so aus, als ob da ein Hebel oder ein Pfeil wäre. Ja, nur wie hebe ich das auf?
Ich habe keine Ahnung. Damit kann ich springen, damit kann ich schneller laufen, damit kann ich fighten. Das ist irgendwie rückwärts springen scheinbar. Fluchtsprung. Und das ist nach hoch und runter. Aber wie werde ich den los? Kann ich das hier? Ah, ich kann auch hier hinklicken, dann geht er dahin. Oder? Jo. Oh. Und kann die rechte Maustaste drücken. Ja. Und dann habe ich hier ein Röhr. Und was ist das jetzt hier? Aha, nein, ich möchte meinen Schmerz nicht überleben. Ich habe jetzt einen Pfeil. Und zwei Barbarians. Das ist meine Spielzeit. Okay. Röhr. Okay, rechte Maustaste, muss man wissen. Mit was fighte ich denn jetzt eigentlich? Mit gar nichts. Das ist nicht gut. Also, das auswählen. Aha. Jetzt habe ich auf jeden Fall wieder meinen. Der schmeißt jetzt nicht mehr. Ich dachte, ich habe mir mal Gedanken gemacht. Oh oh. Wie werde ich den los, dass der nicht mehr schmeißt? Kann ich jetzt hier auch meinen Pfeil irgendwie benutzen? Wahrscheinlich brauche ich auch noch einen Bogen. Wo war das hier, ne? Ha, ha, ha. Chi. So, mal ein bisschen speichern, falls ich jetzt gleich kaputt gehe. Einmal bin ich ja schon tot. Hier ist bestimmt wieder eine Falle, oder? Die Brücke. Ja, war auch klar, dass die Brücke einstürzt. Wie hätte es denn sonst sein können? Und jetzt fällt er nach unten. Das tat bestimmt weh. Ich würde sagen, geh mal nach da. Nein, ist leider zu unpräzise dafür. Heißt, geh aber in die Richtung. Das war schon wieder zu weit. Ach, das macht irgendwie nicht so Spaß, wenn das so unpräzise ist. Das ist eher dämlich. Im Stein ist da bestimmt irgendwas kaputt, falsch. Ja, ist gut. Was ist mit dem Stein los? Geh mal zum Stein. Bleibt der da stehen? Geht runter. Ich will zu einem Stein.
Hallo, hier oben zum Stein. Ich wusste doch, dass mit dem Stein irgendwas nicht passt. Der Stein ist kein Stein. Na, jetzt bin ich ihn ja los. Dann heb mal hier. Ja. Das ist so dämlich. Sieht das wie so ein verkrumpeltes Robotergesicht. Jetzt hier aufheben. Los, blöd, du darfst doch keinen Bogen hab. Ich muss mir einen schnitzen. Ja, geht automatisch runter, er geht automatisch runter. Echt super intelligenter Typ. Nein! Hallo! Hallo, Papa! Hier lang! Was soll denn das? Bist du ein bisschen dämlich? Ne, herzlichen Glückwunsch. Man hat auch irgendwie null Hinweis, dass da eine Falle ist, ne? Muss man schnell laufen. Nein, es hilft nichts. Vielleicht ein bisschen laufen und dann springen. Nein, es hilft nichts. Vielleicht schnell laufen und dann springen. Jetzt fällt er bestimmt doch noch runter, oder? Stopp. Spring doch mal. Ja, ist ja gut, beruhige er sich wieder. Jetzt ist der wieder da. Ah, Steuerung ist schrecklich. Jetzt, das Problem ist, dass sobald ich den Screen, dann sind die nämlich alle wieder da. Hau doch nur. Hau doch nur schön die Luft klein. Jetzt habe ich eben noch einen.
Echt? Echt jetzt? Echt jetzt? Wegen der 2,30 Meter oder was das ist? Ist der da oben wieder da? Ja, die Steuerung ist barbarisch. Ho, Downwards. Hinunter, hinunter, mein Freund, hinunter. Ich gehe hinunter. Ah, jetzt hat das geschickt. Meiner Erinnerung habe ich das Spiel ein bisschen anders. Da war die Spielfigur war riesig. Bestimmt gleich wieder in der Falle. Warum gehst du nicht gleich unten lang? Dann geht's da weiter. Zu stark für mich kann das sein. Jetzt geht er nach unten. Muss ich nicht verstehen. Keine Ahnung, da kommt dann ein Hund. Ich geh mal hier lang. Nicht darauf gehen. Hallo, Idiot. Komm mal wieder zurück. Beide tot. Du
Blöde Springvieh. Wir kommen hier an dem nicht vorbei. Dann gehen wir doch in die Richtung. Wo war das? Man weiß das ja immer nicht. Stopp! Jump! Die vierte. Vierte von links. Kann ich einen Schritt, kann ich noch... Einen Schritt kann ich noch gehen. Aber er läuft ja dann immer gleich in die Richtung. Warum ist das jetzt misslungen? Vielleicht muss ich auch rennen und springen. Ja, das hat geklappt. Ich muss an dem sogar vorbei. Das schmeckt mir nicht, dass ich an den rechten, an dem ich nicht vorbeikam, vorbei muss. Naja, dann kommt der jetzt auf mich zugerannt oder was? Nicht. Ein bisschen Damage, der hält nicht an. Wenn man in die Richtung klickt, dann läuft er. Viel Gymnastik, Rumpfbeugen, Kniebeugen. Wie aktiviere ich jetzt wieder das Schwert? Jetzt hat er es wieder abgelegt, der Idiot. Aufnehmen. Ausrüsten. Irgendwie Stopp und dann zweimal Stopp. So, dann läufst du ja sowieso gleich wieder in die Falle. Stopp. Den will ich am liebsten abschießen, aber ich habe keinen Bogen. Gehe ich dir mal drauf.
Möglichkeit. Ja, komm, geh nach unten. Das wäre ja sowieso wieder da, wenn ich den Bildschirm wieder verlasse. Das bist. Nee, 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 nee. So spielen wir nicht, dass ich da oben wieder anfangen muss. Nee, ganz bestimmt nicht. Soundfehler, du. Jetzt ist irgendwie kaputt das Sample im Speicher. Gleich wieder runter? Ich weiß ja nicht. Stopp, stopp, stopp. Das ist nervig. Mach den kaputten Ton da weg. Wir fahren mir jetzt in den Rücken. Warum hinterlässt er kein Goodie? Na komm, geh runter. Bestimmt gleich wieder was von oben runter. Mehr ja sonst so einfach, ne? Ich steig hinab in die Hölle. Oder so. Das ist echt ein bisschen schäl, du. Hallo Idiot, komm wieder runter. Toll, ganze Weg umsonst oder was? Nee, für zwei Pfeile. Stopp. Stopp. Ich hab gestoppt, ich hab Stopp gedrückt. Stopp. Go. Stop. Das ist echt nervig, das Ding.
Ich habe das Gefühl, die spielen sogar irgendwie mit dieser beschissenen Steuerung. Versuchen genau da stehen zu bleiben. Weißt du was? Leck mich doch wegen des Falls da. Das sieht schon aus wie so ein hyperintelligenter Bodybuilder. Hallo, stopp. Ach so, das ist ja nicht stopp, das ist stopp. Zurück. 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 Stopp. Aufnehmen. Jetzt geht wahrscheinlich gleich der Boden auf und ich fall runter. Irgendwas kommt jetzt. Gucken wir mal. Okay, machen wir uns bereit für den Endkampf. Nur springen kann ich hier nicht. Ja. Ja, irgendwie bin ich gegen den komplett chancenlos. Ich kann hier rennen und dann springen. Ich kann mich mit dem Doppelsprung durch. Oh, ein Schild gibt's da. Stopp. Vielleicht ist die Axt ja besser. What the fuck? Ich dachte, ich könnte jetzt da eine Axt einsammeln. Barbarian, der Idiot des Dschungels. Brr. Kann ich den irgendwie ausrüsten? Aha, ich muss mich also entscheiden. Die Steuerung ist grausam.
Warum muss ich was in dem Actionspiel in den Eingabebuffer reintun? Jetzt macht er 10-mal Stopp. Ach komm. Das ist doch Lächerlich. Lächerlich. Total lächerlich. Lauf da hoch. Lauf da hoch. Geh rechts. Bleib stehen. Lauf hoch. Okay. Hallo, Idiot. Hey. Da fällt mir nichts mehr ein. Geh wieder hoch, 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 geh wieder hoch. Oh, jetzt habe ich das so oft angeklickt, das blinkt immer noch. Echt mies, die Steuerung. Echt mies. Muss man mal so unbescheiden ausdrücken. Na gut, dass er nicht gleich stirbt, wenn er vor die Wand läuft. Wenn man den Schädel dagegen schlägt, macht das wahrscheinlich auch nicht viel. Der will bestimmt, dass ich hier, ne? Okay. Ja. Ach, jetzt habe ich das Falsche geklickt. Ich bin doch gar nicht vor die Wand gerannt. Das war doch meine Figur. Na nee, egal. So schwer war jetzt dieser Part nicht. Noch doch vor die Wand. Nö. Er hat beschlossen, sich halbwegs intelligent zu verhalten. Was erwartet mich jetzt? Nix Gutes. Ich fühl's doch. Nein, das hier Idioten. Ach, komm nur her, dann hau ich dich tot. Wieder runter. Ja, nicht öfters anklicken. Dann macht er das auch öfters. Aber wie schnell wieder, bevor der das Springen wieder anfängt. Jetzt ist der Idiot wieder da. Hä? Der hat mich noch gar nicht berührt gehabt. Völlig schon vor Schock um, oder was? Stopp, stopp, stopp.
Kletter doch noch langsamer, sonst erwischten zum Schluss noch. Stopp, 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 stopp. Das ist doch Kacke. Das ist doch nicht schlecht. Immer nur einmal klicken. Und beim Kämpfen vielleicht zweimal. Warum hat er mich schon wieder erwischt? Wenn ich dann an GT gehe, jetzt bestimmt tot, oder? Ja, toll. Vorher klar. Nee, noch wieder hoch. Hau doch mal drauf. Ja, jetzt kannst du wieder runterlaufen. Das ist so schlecht, das ist so schlecht, die Steuerung ist so schlecht. Vielleicht sollte ich hier doch mal mit dem Joystick. Und deswegen hört er ja auch nicht früher auf. Alter, ist das übel. Jetzt hau die Idioten da um. Es ist echt übel. Ich dachte schon, da geht er tot. Hätte mich jetzt nicht gewundert. Ja, 20 Zentimeter, da kann man sich den Knöchel verstauchen. Und was ist mit dem anderen? Der hat die Flucht ergriffen. Nein, da geht's ja nie weiter. Rechts. Jetzt muss ich links. Hast du gehört, du musst links.
ändert sich die Farbe, beziehungsweise die Palette. Das ist doch bestimmt eine Falle wieder. Ich habe immer noch keinen Bogen. Da oben. Der ist wieder so ein Superritter. Hä? Komm her, du Dämlack. Das war aber knapp. Ne, komm da her. Und haben wir uns beruhigt? Können wir jetzt die Treppe runtergehen? Das ist aber schön. Überraschung. Ja,
ist doch albern, wenn ich da irgendwie alle 2 Meter speichere. Komm, lauf nach unten. Lauf nach unten. Ja, geh nach unten. Geh die Leiter nach unten. Komm nach unten. Okay. Wir müssen links klicken, um runter zu gehen. So komisch. Wollen wir da lang? Hör auf zu zaubern. Guck mal, unten sind die ganzen Zauberer. Dann ist oben bestimmt die Sackgasse. Reicht schon. Reicht, reicht, reicht. Stopp. Stopp. Was hab ich gesagt? Bisschen Gas geben. Stoppe er. Stoppe er. Na, dann gib Gas. Das würde ich nicht verstehen, oder? Nun können wir da gar nichts machen, ne? Wenn ich vorgehe, dann...
Hast du noch E-Ende? Es scheint der Schluss zu sein. Ich habe 53% erst. Idee, ich muss hier, wenn er schießt, hier das Ding ablocken, dass es reflektiert wird und ihn dann selbst trifft. So bleibe ich stehen, okay. Und dann gehe ich einen Schritt vor. Ja genau, so habe ich mir das gedacht. Und jetzt habe ich da irgendwie so ein komisches Ding. Geh da nicht weiter. Jetzt habe ich das da reingeschmissen. Und jetzt? Habe ich jetzt den Fluch vernichtet oder was? Ich komme nicht ganz mit. Na, ja, ich lade das nochmal. Stopp. Aufheben. Okay. Stopp. Und aufheben. Das macht er automatisch jetzt, dieses Reinschmeißen. Da macht's BOM. Ja, da kann ich gar nichts dran ändern. Das ist Storyline. Das Schild nehmen wir wieder mit. Wir rüsten wieder unser Schwert aus. Ja, ich hätte es eigentlich damit gerechnet, dass es vorbei ist. Scheint es ja nicht. Jetzt ist alles rot. Ne, jetzt ist wieder normal. Vielleicht ging die Zauberer das wirklich besser. Oder auch nicht.
Ja. Ja, nächstes Opfer. Okay. Brauche ich mehr Speed? Wir müssen gleich weiterlaufen. Gleich weiterlaufen. Und gleich im alten Tempo weiterlaufen. Ich hätte noch diesen Rücksprung. Ach, das ist Flucht, da verliert er dann alles. Das ist ja total blöde. What the fuck? Warum geht denn dabei rückwärts? Hast du einen Schluck auf oder was? Das ist eine Sackgasse. Ja, man darf es nicht so aufdrücken, sonst kommt man da echt in die... Kann man nicht drüber springen. So perfekt kann das Timing gar nicht sein.
Irgendwo hast du kein Mana mehr. Bin ich zu nah dran? Gerade in dem Moment, wo man speichert, ne, kann er dann doch wieder. Drei. Natürlich kann man scheinbar keinen Schaden machen. Also, Load State, einmal verteidigen, dann umrüsten, und zwar fix, und dann draufhauen. Ah! So schnell geht's dann auch nicht.
So, letztes Leben dann. Jetzt weiß ich zwar gar nicht mehr, was ich machen soll und wo ich so hin soll. Weil da war ich ja überall schon. Ich hätte gedacht, wenn ich da den bösen Zauberer erledigt habe, dann ist auch das Spiel vorbei. Aber dem scheint ja nicht so. Und wie soll ich an dem vorbeikommen? Okay, so. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich jetzt noch lang soll. Alle Gegner sind wieder da. Ich habe immer noch keinen Bogen. Ich würde sagen, ich spiele jetzt noch die Figur zu Ende, bis die dann auch tot ist. Und dann ist gut. Das ging schnell. Ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich den Drachen töten müssen. Vielleicht hätte ich irgendwo ganz besonders suchen müssen nach dem Bogen, um den Drachen zu töten. Ich kann jetzt nicht nochmal alles absuchen. Ich könnte schon, aber habe ich keinen Bock drauf. Um zu schauen, wo denn bitteschön jetzt der Bogen ist oder wo man lang gehen muss. Ne? Also, soll das mal, also für mich war das jetzt das Ende eigentlich mit dem Magier. Vielleicht hätte ich den Drachen vorher töten müssen. Keine Ahnung. Das soll es gewesen sein für das Let's Play. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wenn ja, dann sehen wir uns beim nächsten wieder. Macht's gut und bye bye.